haben wir tatsächlich uns jetzt dazu entschlossen, jemand Neues ins Team reinzuholen. Neben Akani jetzt noch ein neues Mitglied hier bei uns im Office. Und zwar ist das der liebe... Schaut mal, was geht, Welt, willkommen zu diesem wunderbaren Video. Neben mir sitzt Leo. Ganz kurz, ganz kleines Update-Video, bevor es jetzt hier in die Festtage und sowas geht. Sag mal, Akani, du musst aufhören, in meine Finger zu beißen. Du hast doch hier Spielzeug, Alter. Guck mal hier, du kannst doch hier einfach reinbeißen. Ja, und jetzt geht er damit... Ich verstehe es nicht. Leute, neben mir sitzt Leo. Leo schneidet seit anderthalb... Nee, gar nicht, seit wie viel Jahren? Seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr. Perfekt. Zeit wie im Club vergangen. Leo schneidet seit ungefähr einem halben Jahr für mich die Videos. Und jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Denn Leo muss gehen, Leute. Leo muss leider mich verlassen, ob er das will oder nicht. Leo, du musst wohin? Madeira? Okay, wir kriegen einmal gute Laune. Perfekt. Was? Nein. Leute, Leo geht nämlich jetzt tatsächlich in den Urlaub und es ist eigentlich eine komplett normale Geschichte, dass Leo nicht gekündigt wird. Nein, also du darfst noch ein bisschen bleiben. Also, das Ding ist nämlich, Leute, dass sich bei uns ein bisschen was geändert hat. Denn Leo ist momentan noch im Studium tatsächlich und würde gerne nächstes Jahr seinen Bachelor machen. Natürlich habe ich versucht, das Leo zu verbieten. Leo hat aber gesagt, gut, dann zeige ich dich an. Habe ich gesagt, okay, das wollen wir nicht. Sympathisch. Ich habe tatsächlich jemanden Neues eingestellt, zusätzlich zu Leo. Ich habe nämlich jetzt auch jemanden in mein Team geholt, weil wir gemerkt haben, okay, mit allem drum und dran, wir kommen nicht hinterher. Ich komme nicht mal dazu, neue Emotes in meinem Chat zuzufügen. Ich komme nicht dazu, meine Twitch-Designs zu überarbeiten. Ich komme nicht dazu, irgendwann mal Feierabend zu machen. Leo ist genauso viel in den Videos drin und genauso lange hier, ich glaube sogar noch ein bisschen länger manchmal als ich. Irgendwann ist es einfach ein bisschen zu viel gewesen. Deshalb haben wir tatsächlich uns jetzt dazu entschlossen, jemand Neues ins Team reinzuholen. Neben Akani jetzt noch ein neues Mitglied hier bei uns im Office. Und zwar ist das der liebe Tobi Konkord. Setz dich hin, Alter. Ihr kennt ihn alle, meine Freunde. Das ist der unglaublich. Aua! Ja. Nee. Oh, ihr kennt vielleicht, hey. Aua. So, pass mal auf, du Bro. Du chillst jetzt einfach mal. Ihr kennt vielleicht, er ist so hyperaktiv, Alter, wenn mehr als eine Person im Raum ist. Ihr kennt vielleicht alle Tobi Escation, der hier zu meiner Linken sitzt. Tobi war schon... Hallo. Ja, töte ihn. Ah. Tobi war unter anderem schon in sehr vielen Videos von mir drin, hat in vielen Streams mitgeholfen und war schon immer jemand, den ich irgendwie gerne mit dabei hatte. Tobi kann nämlich auch eine Sache ganz gut, Tobi kann ganz gut Videos schneiden. Auch wenn man das bei seinen eigenen Videos nicht sieht, weil er nie Zeit dafür gehabt hat. Tobi hat mich bis vor kurzem noch in einem großen industriellen Werk gearbeitet, Nachtschicht geschoben. Mit drei Buchstaben aber. Mit drei Buchstaben. Es war VW. Es war VW, ganz genau. VW? Ist ja VW. Ja. Und hatte irgendwie keinen Bock mehr darauf, hat gesagt, Digi, ich glaube, ich würde gerne nach Köln, ich würde gerne was Neues machen. Ich habe gesagt, Digi, ich suche gerade jemanden. Und hat ja schon mal auf Instagram gefragt und hat mich dann irgendwann für... Sag mal... Wo hast du jetzt den Hund ermordet? Er ist tot. Jedenfalls haben wir uns dazu entschlossen, dass wir Tobi mit ins Team holen, weil es halt, wie gesagt, so viel an Arbeit gibt. Es gibt noch 10.000 unangeworbene Projekte. Ich brauche unbedingt irgendwann mal einen zweiten Kameramann. Ich brauche jemanden, der im Schnitt mithilft und so weiter und so fort. Deshalb wollte ich jetzt gerne an der Stelle hier Tobi mir das neues... Schneiden? Neues Team. Schneiden? Ja. Hä? Nee, nee, nee. Doch, Bro! Doch. Als neues Teammitglied introducen. Wir sind jetzt quasi in Dreier gespannt. Das heißt, videotechnisch wird sich auf jeden Fall nicht viel ändern. Der Schnitt bleibt auf einem ewig hochwertigen Level, so wie sonst auch. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen mehr Reader vielleicht nächstes Jahr und sowas machen können. Und haben vor allen Dingen eine Sache, wir haben oben das komplette Büro umgebaut. Was bedeutet, dass wir da oben noch einen kleinen Drehspace und sowas haben. Da können wir das nochmal schnell hochgehen und das zeigen. Einfach nur das tolles Update-Video. Tobi ist jetzt wieder am Start. Wir haben einen neuen Cutter hier bei unserem Team. Mega geil, alles wird super. Tobi wohnt jetzt in Köln. Das heißt, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, Tobi immer wieder mit in die Videos mit reinzunehmen. Wenn da mal wieder keiner Zeit hat oder einfach alle Leute vergessen, dass die Stimmt, auch mal... Stimmt, weil ich habe ja immer Zeit eigentlich. Richtig, genau. Mhm. Also eigentlich bist du sowas... Du bist auch ein Aufnahmepartner, weil du musst dann auch einfach Fortnite spielen. Das steht auch immer im Arbeitsvertrag sogar. Fortnite spielen? Nee, Videoaufnahme. Perfekt. Ich würde sagen, dann gehen wir mal einfach hoch, Leute. Ich zeige euch ganz, was oben abgeht und jetzt nur als ganz kurzes Update-Video. Freut euch, dass er hier ist. Ihr glaubt es nicht. Die Kamera rutscht. Oh! Ich würde sagen, wir gehen. Junge! Wir gehen ganz schnell hoch, bis gleich! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau! Das klingt wirklich so. Perfekt, wir zeigen euch ganz was wir hier umgebaut haben. Hier ist ja Cyberjam und sowas, ist hier mit Opa und so ein Büro drin. Kim, guck mich nicht so dumm an, Alter. Was das ist nur ein Meetingtisch. Ja, hier kommt ein Meetingraum rein. Sau uninteressant, juckt doch niemand, was hier passiert. Aber hier wird einmal Tobi jetzt wohnen, tatsächlich.
Nein, hier wird auf jeden Fall noch ein großes Büro hinkommen. Hier kommt ein riesiger Schreibtisch hin, hier kommt eine kleine Drehecke hin, damit ich, wenn ich mal irgendwie Rezo und T habe, das sind irgendwie die einzigen, die ich regelmäßig drehe. Morgen um 8.30 Uhr kommt die Tür. Die kommt auf eine Tür rein, ja, genau. Ihr habt es gehört, also dementsprechend auf jeden Fall genügend Platz für die beiden. Hier oben wird nochmal ein separates Cutter-Büro quasi entstehen. Ich fühle mich so ein bisschen wie Dena, ich habe ja so ein Team und so, weißt du, und dann so auf jeden Fall dazu, das wird hier alles sich noch irgendwie ändern und umgebracht werden. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf die Zeit. Ich finde es echt extrem cool, dass wir Tobi mit ins Team nehmen können. Und ich habe sau Bock drauf. Es war ja der alte Raum von Jordi und Mo. Jordi ist ja jetzt in ihrem Atelier und Mo ist ja auch weg. Und das ist ganz schön, dass die beiden nicht mehr hier sind. Jetzt haben wir nämlich genug Platz für uns. Und ja, ich würde sagen, auf ein geiles 2020. Ich freue mich mega drauf und... Perfekt. Ihr merkt auf jeden Fall schon, wir viben auf einem Autismus-Level. In diesem Sinne, macht's gut. Leo, dir einen schönen Urlaub und jetzt fertig.